Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gundila Reist. Schön, dass du wieder dabei bist. Willst du wissen, wo du die schönsten Naturregionen in Deutschland findest? Wo du dort am besten übernachten kannst? Was es da an spannenden Aktivitäten gibt? Und welche regionalen Köstlichkeiten du dort genießen kannst? Wenn ja, dann bist du hier genau richtig und ich lade dich ein, mich auf meiner Entdeckungstour durch unsere nationalen Naturlandschaften zu begleiten. Weit über 100 dieser Naturschatzkammern haben wir in Deutschland. Dazu zählen Biosphärenreservate, Wildnisgebiete, Naturparks und Nationalparks. Ihr habt mir geschrieben, dass ihr euch nochmal ein Best of Gastro von Gundila Reist aus den jeweiligen Naturlandschaften wünscht. Den Wunsch habe ich euch natürlich erfüllt und wir starten damit in dieser Folge im Nationalpark Hunsrück-Hochwald, wo meine Reise begann. Was isst man denn hier? Was ist so eine lokale Spezialität? Also es gibt neben Hunsrücker Klößen, die Welt kennt sie nicht, aber sie sind natürlich da. Wir essen heute Spießbraten. Spießbraten? Ja, Spießbraten ist insbesondere hier in Idar-Oberstein. Na gut, natürlich, dass ich Fleisch esse. Ja, genau, eine Besonderheit, ja. Weil hier auch auf Buchenholz beispielsweise gebraten wird. Nicht gegrillt, hier wird gebraten. Auf jeden Fall gibt es im Hunsrück viel Fleisch, aber aus der Region und mit viel Herz zubereitet und super lecker. Hajo Bös, der Johann Lafer des Hunsrücks und Urgestein aus dem Hunsrück, hat mich mit seinem großartigen Catering direkt vor der mittelalterlichen Wildenburg erwartet. Was für ein wunderschönes Ambiente. Es gibt Hunsrücker Flammkuchen, den er in seinem fahrbaren Backofen, dem sogenannten Backes, zubereitet. Wurde mir gesagt. Allerdings hatte er da noch ein bisschen mehr vorbereitet. Es sind ein paar Garnelen dabei, die haben sich so gerade so gefunden im Kühlhaus. Und eine Entenbrust. Das ist ja der Hammer, Jo. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Und dann habe ich noch was. Sowas gibt es auch nur hier in der Region. Krumbierwurst. Also Kartoffeln wird hier überall abverarbeitet. Also das ist meine Wurst. Ist natürlich was ganz Besonderes. Sowas kriegt man auch hier nur im Hunsrück. Ja. Sag noch mal, wie heißt die Wurst? Kartoffelwurst. Kartoffelwurst, das kann ich aussprechen, ja. Genau. Und das schmeißen wir jetzt alles hier so nach und nach in den Backofen. In den Backofen? In den Backes. In den Backes, ja. Und dann dürft ihr euch da mal so durchschnabulieren. Boah, das ist ja Wahnsinn. Auf das schöne Leben. Vielen Dank. Ist doch schön hier, gell? Oder? Was für ein großartiger Tag, ja. Moment. Zum Wohl. Danke dir. Ja, ja danke, dass ich hier für euch kochen darf. Nur mal, müsste ich jetzt daheim im Büro hocken, das ist mir viel lieber das hier. Begeistert, ich kann es kaum glauben. Und wie kneif ich mal hier in der Umgebung mit so tollen Menschen irgendwie. Und das Essen, das, ja, ohne Worte. Also, ja. Dafür sagst du ganz schön viel für ohne Worte. Jetzt haben wir den Nachtisch nach diesen ganzen Gängen. Ich habe vergessen, wie viele Gänge das waren. Wir haben ja wirklich irgendwie über Flammkuchen, Spargel, Suppe, Wildfisch, Scampi, gefüllter Kloß, Kartoffelwurst. Kartoffelwurst, yes. Und junger Wild. Hirsch, genau. Junger Hirsch. Und wir sind jetzt natürlich noch total hungrig, Anne. Ja, so seht ihr auch aus. Ja. Deshalb gibt es jetzt einen Apfelflammkuchen, eine Creme Brûlée, Mousse au Chocolat, Rhabarbercreme. Espresso auf dem Campfire und Schwollner Limusche. Danke. So, haut zu, danke für den schönen Mittag hier. Wie gesagt. Danke dir. Das ist wirklich ein Traumtag. Ja, ein Traumtag, wirklich. Also nach so viel Fleisch freue ich mich über leichtere vegetarische Kost, die es natürlich auch im Hunsrück gibt. Die liebe Jeanette Marein betreibt im Hunsrück-Hochwald ein Wald-Catering namens Waldtischlein Deck dich und kommt mit ihrem fantastischen Catering an versteckte idyllische Plätze im Nationalpark. So wie hier zum Fuße des Ringwalds an einem kleinen Waldsee, wo sie ihr tolles Catering aufgebaut hat. Das sieht ja unglaublich aus.
Ja, herzlich willkommen beim Waldtischler und Eckdichtgunilla. Hallo, liebe Jeanette. Das ist ja unglaublich. Ich hoffe, du bist hungrig gewandert oder hier angekommen jetzt. Bin ich. Hey, am Fuße des Ringwalls, hier mitten wirklich im Wald, idyllisch, sehe aber vor allen Dingen, was hast du denn hier gezaubert? Waldtischlein deck dich nennt sich das ja selber. Mit, ja, zur Zeit, als auch gerade der Nationalpark 2015 gegründet wurde, habe ich auch angefangen, mein nachhaltiges Catering zu gründen und aufzuziehen. Habe mich spezialisiert mittlerweile auf vegetarische Gerichte, die ich eben in der Natur, mein Slogan ist ein bisschen aus der Natur, in der Natur. Toll. Ich verarbeite regionale Bioprodukte eben und mit frisch gemahlenem Getreide und ja, und immer das, was es halt gerade zur Zeit gibt. Saisonal. Genau. Ja. Und das ist im Moment grüner Spargel. Deswegen gibt es einmal eine, so eine grüne Spargelquiche mit schwarzen Oliven und Feta, ein bisschen Paprika, eine rote Beete, Möhren, Radieschen, Schnittlauch, Quiche. Das sieht so toll aus. Also es schmeckt wahrscheinlich, aber allein schon irgendwie der Anblick in dem Ambiente, unglaublich. Ja. Ja. Das bin total begeistert. Dann kommt man, ja. Ja, das war halt so meine Idee, die schönste Kulisse, die wir hier haben, den Nationalpark eben zu nutzen. Ja. Zu sagen, wie schön, wenn man den ganzen Tag draußen gewandert ist, dann eigentlich auch da dann so Schätze der Natur auch zu genießen. Toll. Und sag mal, wie kann man dich dann auch buchen? Wer kann dich denn auch buchen? Also mich können zwei Personen buchen für ein kleines romantisches Dinner draußen, auch abends im Wald, bis zu großen Wandergruppen. Also ich kann bis zu 30 Personen draußen. Okay, wow, das ist ja schon ordentlich. Ja. Und eben über Homepage. Wie lautet deine Homepage? Meine Homepage lautet Waldtischlein deck dich. Waldtischlein deck dich. Das Waldcatering von Jeanette Marein war ein unvergessliches und ganz besonders schönes Erlebnis. Probiert das selber aus. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Als nächstes treffe ich Ruth und Harald Rüssel. Sie ist Sommelier, er renommierter Sternekoch in ihrem wunderschönen Landgasthaus Rüssel. Ja, und zu meinen Gerichten ist es halt so, ich nehme das, was die Region halt hergibt und im Kopf entstehen die Gerichte. Das ist so wie bei einem guten Handwerker, der seine Handgriffe kennt oder seine Arbeitsgänge oder auch wie ein Schreiner, der weiß, was er machen muss, damit er ein Holz beizt, weiß ich, was ich machen muss, wenn ich einen Fisch beize. Ja. So, und dann überlegt man sich, mache ich jetzt hier zu diesem Fisch was mit dem Holunder? Mache ich daraus eine Marinade oder mache ich daraus eine Vinaigrette? Und das passiert im Kopf. Und dann machen wir neue Gerichte und die kommen auf die Karte. Ja. Und wir haben hier zwei Restaurants. Zum einen das Sterne-Restaurant mit 18 Punkten im Gourmet, wo wir zu den 40 Besten in Deutschland gehören seit vielen Jahren. Und mit unserem Hasenpfeffer. Das ist unser Family-Style, Casual, kleiner regionaler Bereich, wo wir einfach auch leger kochen. Wo es einfach immer nur ein gutes Produkt, eine gute Soße, eine gute Beilage. Ja. Das war's. Und dazu ein gutes Glas Wein. Natürlich womöglich noch einen regionalen Wein. Und dann sind die Leute zufrieden, ob alt oder jung. Wirklich beeindruckend, wie vorbildlich die Hunsrücker Gastronomen Regionalität und Servicequalität leben. Michael Krämer betreibt in Kell das Hotelrestaurant zur Post und die Hochwälder Radstation, die direkt am Ruwer Hochwaldradweg liegt. Dort könnt ihr euch Mountain, E-Bikes und sogar ein Picknickbike mieten und euren Picknickkorb mit regionalen Spezialitäten aus der Regiobox bestücken. Ich habe mir das zwar jetzt noch gar nicht verdient, aber ich probiere jetzt schon mal. Mmh. Wow, ist das schön hier. Mmh, lecker. Das Schöne daran ist halt, wenn man jetzt zum Beispiel die Picknicktour macht, die an den Apfelwiesen vorbeiführt, dann sitzt man auf einer wunderbaren Bank unter dem Apfelbaum und hat den Saft im Glas, der oben drüber gewachsen ist. Ja, das ist natürlich cool. Das ist dann etwas von Hai erleben oder auch Hunsrücker Geheischen, ist dieses besondere Verhältnis zur Natur. Dann hat man, wenn man sowas erlebt hat, hat man sein persönliches Hunsrücker Geheischen gefunden. Das ist dann wirklich authentisch. Probierst du aber mal, wir haben ja gleich noch einen Berg, mal die Müsli-Schnitten, weil Müsli-Schnittchen bringen dich auf den Berg, das bringt verlorene Kräfte zurück. Ja. Das ist kein Rosin.
Du lieber einen Cookie? Ja? Total lecker. Total lecker. Das muss schmierst du aber nicht jetzt auf meine Müsli. Nee. Also ich habe so lange keine echte Schmalzstulle mehr gegessen, Michael. Siehst du, da musst du dafür in den Hunsrück kommen. Ja. Ja. Denn bei meiner Oma und wie habe ich sowas immer noch gekriegt? Dann beiß mal rein. Also jeder, der Schmalz schmieren, irgendwie eine Erinnerung hat. Ist das so mit Griebenschmalz? Mit Griebenschmalz, genau. Ja. Ja. Oh, das ist echt geil. Total lecker. Müsst ihr unbedingt ausprobieren. Kommt hierher. Kommt zu Michael. Genau. Mietet euch ein Picknickbike. Und dann macht euer eigenes Picknick. Cremeschmalz, Müsli-Schnitte. Und wie immer freue ich mich natürlich über dein Abo, dein Like und ganz wichtig über dein Feedback. Bitte nutzt die Kommentarfelder und schreibt mir, welche Themen euch noch mehr interessieren, auf die ich in Zukunft noch tiefer eingehen soll. Bis zum nächsten Mal. Bleibt bitte gesund. Eure Gunilla.